Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge über Kreativität. Und diesmal zum Thema, was hindert einen daran, kreativ zu sein? Und das ist eine Riesenthematik. Ihr werdet es sehen, es sind einige Punkte, deswegen haben wir deswegen extra einen zweiten Podcast-Folge draus gemacht. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein mit Punkt Nummer 1. Was hindert dich daran, kreativ zu sein? Das ist zum einen die strikte Zielorientierung. Also, nehmen wir es mal an, engstöhniges, zielorientiertes Denken, ohne Umwege zuzulassen. Das heißt, ich male etwas, weil ich denke, ich werde damit Erfolg haben und nicht, weil ich es malen möchte? Ja, zum einen, ganz genau. Also du gehst an eine Sache ran und denkst, ja, ich will damit erfolgreich sein, ich will Millionär werden mit dem und dem, was ich mache. Oder es gibt nur den einen Weg dahin. Weißt du wie? Also, dass du nicht versuchst, also oft ist es bei kreativen Menschen so, nehmen wir mal Social Media oder YouTube. YouTube ist zum Beispiel keine Einnahmequelle, die irgendwie relevant ist, weil du einfach viel zu wenig verdienst. Mal als Beispiel, um $1,000 mit YouTube zu verdienen oder 1.000 Euro im Monat, braucht es zwischen 650.000 und 1.000.000 Klicks im Monat. Im Monat. Leute, das ist unmachbar. Also für 0,1% aller YouTuber vielleicht, ja. Also musst du dir verschiedene Umwege suchen, zum Beispiel machst du noch Podcasts, du hast eine Webseite, du hast Affiliate-Links, du hast das und das, also du gehst Umwege, um auf dein gesamtes Ziel zu kommen, von Kreativität erfolgreich zu sein. Genau. Mhm. Ja, also das beinhaltet das im Endeffekt, ja, viele Wege führen nach Rom. So, das kennen wir auch, oder? Ja, der zweite wichtige Punkt ist Angst zu versagen oder Angst vor Misserfolg. Das ist für mich ein Punkt, der steht vielleicht sogar noch über dem ersten Punkt. Ja. Weil. Definitiv. Ja, ich glaube, es ist schwierig, seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen, wenn man auch Angst hat von weiß ich nicht, Familie, Freunden, Bekannten, dafür, was man schafft, quasi nicht. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Dass man einfach nicht das damit erreicht, was man gerne möchte, dass man... Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Also du hast im Endeffekt Angst vor Wertung und so. Ja, genau. Wobei, das hatten wir schon im ersten Podcast auch gesagt, dass Wertung kein Grund sein sollte, warum du kreativ bist. Sondern richtig, du nur sein kreativ sollte. Aber im Endeffekt ist es doch natürlich so, schau mal, wenn ich jetzt denken würde, boah, ich habe jetzt richtig Lust zu singen und ich weiß aber gut, ich habe jetzt vielleicht nicht die beste Gesangsstimme, dann... Tendenziell werde ich dann ja eher nicht zur Gitarre greifen und anfangen zu spielen und zu singen, wenn ich halt weiß, dass derjenige mir gegenüber halt eher denken würde, okay, das sollte sie vielleicht lieber lassen, so weißt du. Ja, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das muss man auf jeden Fall ablegen, weil du bist kreativ im Sinne von, du bist nur für dich selbst kreativ. Darum geht es eigentlich. Um nichts anderes sollte es gehen. Ja, sollte. Da ist wieder das Wörtchen sollte. Da ist das. Aber das ist. Aber ich finde, da ist auch immer so eine Diskrepanz zwischen, ich mache das ja eigentlich für mich, aber irgendwie will ich natürlich auch Anerkennung dafür haben. Mhm. So, weißt du, weil ich meine, wenn ich jetzt damit anfange, irgendwas zu machen, dann will ich ja auch irgendwo eine Art Erfolg damit haben. Und wie ich als Erfolg für mich definiere, ist ja völlig dahingestellt. Ob das jetzt 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube sind, was für den einen Erfolg ist. Und für den anderen ist Erfolg vielleicht, dass die Omi das liebt, wenn du ihr was vorsingst oder so. Genau. Keine Ahnung. Ja. Also. Absolut. Ja, und ich denke, wir können vieles auf YouTube beziehen, zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt immer Angst gehabt hätten vor Misserfolg oder überhaupt Angst haben vor Misserfolg, dann hätten wir ja nie ein Video hochgeladen. Wenn ich jedes Mal Angst hätte, dass das Video weniger Klicks macht als das Video und das für mich ein Grund wäre, aufzuhören. Oh mein Gott. Also, wobei man da ja aber sagen muss, dass unsere Motivation eine ganz andere war. Unsere Motivation war ja nicht, damit erfolgreich zu werden. Unsere Motivation für unsere Reisevideos war, dass unsere Familie und unsere Freunde wissen, was wir machen, wo wir sind und was wir erleben. Ja. So, das ist ja eine ganz andere Basis. Genau. Eigentlich, die andere. Und die ist ja eigentlich für uns völlig wertungsfrei gewesen. Also, aber jetzt überleg mal, die erfolgreichen Videos, die wir haben, mit zum Beispiel mit 35.000 Klicks und mehr, ja, dann hätten wir die ja nie gehabt, wenn wir Angst davor gehabt hätten, vor Misserfolg. Weißt du? Also wenn wir gleich gedacht hätten, oh Gott, das Video wird eh nichts, das laden wir eh nicht hoch, hätten wir auch nie ein erfolgreicheres Video gehabt. Ne? Ja, und da kommen wir
Zum einen zu einem, den dritten Punkt, und das wäre zum Beispiel starke Angst vor Bewertungsdruck. Ja, das ist natürlich, da sind wir halt auch wieder bei Social Media. Ja. Ich finde, Social Media kann dich entweder hochheben, was es in seltenen Fällen tut, oder dich halt komplett zerstören. Ne? So, ja. Das ist halt auch immer richtig schwierig, wenn es um Wertungen geht, einfach weil Menschen sind halt so, sie werten, und wenn etwas online passiert und sie anonym werten können, ist die Wertung natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, sag ich mal. Also, ja, absolut, absolut. Ich denke da halt auch an die Kinder und an Noten in der Schule. Ja. Ja. Das ist für mich so ein Punkt, wo du gleich von klein auf wird dir gesagt, du bist schlechter als der. Oder du bist viel besser als der. Ja. Beides ist nicht gut. Ja. Beides ist nicht gut, ja, weil es schiebt dich in ein gewisses Gesellschaftsbild rein, wo du, ja. Stimmt, und das war auch im Kunstunterricht tatsächlich zum Beispiel auch so. Oder in Musik, ne, wenn jemand, keine Ahnung, eine 6 gekriegt hat, weil er nicht singen kann oder so, wo man sich dann auch so dachte, okay. Da habe ich eine lustige Story zu Kunst, ja, wo ich es lächerlich finde, dass ein Lehrer bewertet, dass du besser zeichnest als der andere. Da haben wir mal, also Nele hat immer eine gute Note gekriegt und ich habe immer eine schlechtere Note gekriegt als Nele. Und dann haben wir mal die Blätter getauscht und ich habe mal ihrs abgegeben und sie hat mal meins abgegeben. Und sie hatte eine bessere Note als ich und ich hatte eine schlechtere Note. Weißt du? Das Problem aber in der Schule ist natürlich auch immer, dass es super subjektiv ist. Ja. Auch Lehrer haben ihre Lieblinge, so kein Geheimnis. Also. Absolut. Aber warum nimmt man nicht dann gleich das Bewertungssystem wenigstens für dieses und dieses Fach raus? Weißt du? Wenigstens also, in der kreativen Entwicklung. Wir hatten zum Beispiel damals in der Grundschule immer einen Schüler, Christian, und der konnte halt absolut nicht singen. Also ich weiß nicht warum, aber er konnte absolut nicht singen und er hat halt immer mehr so Art Sprechgesang gemacht oder so. Rap. Nein, keine Ahnung, nein, auch nicht wirklich, aber das war halt, und damals war das immer so bei uns in der Schule, wir mussten ja alle das gleiche Lied singen und auch alle vor der ganzen Klasse, das heißt, du musstest aufstehen und musstest dieses Lied vor der ganzen Klasse singen, der Lehrer hat dich gitarrentechnisch dazu begleitet. Das ist so schrecklich. Und danach, wenn man fertig war, musste man dann immer jemand anderen sagen, der jetzt dran ist quasi. Mhm. Oh, das ist ja auch nett. Und die ganze Klasse hat sich immer schon so halb gefreut, wenn jemand Christian genommen hat, weil jeder wusste, dass er nicht singen kann. Und das ist doch auch so asozial irgendwo, sage ich mal. Ja, aber was ist das denn? Und das war halt in der Grundschule, ne? Also wir reden hier von erster, zweiter Klasse. Also irgendwann war es dann so, dass wir in einem externen Raum singen gehen durften. Okay, ja, das ist gut. Aber jetzt stellt euch schon mal vor, dass das ja schon mal der Bewertungsdruck ist. Und ich denke, viele Schüler sind auch sehr viel schlechter, weil sie Angst vor schlechten Noten haben. Dann überleg dir mal, wie prägend das ist. Diese Momente, wenn du quasi so vorgeführt wirst vor der ganzen Klasse und dass so deine ersten Eindrücke sind und deine Verbindungen, die du mit Kreativität hast. So dann, also ich glaube nicht, dass Christian jetzt singt. Noch. Ja, ja. Also ich hätte es auch nicht gemacht. Da wären wir beim nächsten Punkt, das ist ganz interessant, das passt immer so überein. Ein weiterer Grund, warum du nicht kreativ sein kannst, ist zum Beispiel schwache Bindungen zwischen Menschen und betroffenen Menschen. Das heißt, wenn unsere Bevölkerung distanziert wird, wie heutzutage in der aktuellen Situation mit Corona, hemmt es deine Kreativität, weil kein Austausch mehr stattfindet zwischen Erlebtem und zwischen vorhandenem Wissen im direkten Sinne, weißt du wie? Also das finde ich auch noch eine Sache. Aber da glaube ich auch wieder, dass es dann auch diese 1% der Bevölkerung gibt, die ihre Kreativität ausleben, gerade durch Social Distancing. Ja, das gibt's natürlich auch. Oder es gibt ja bestimmt auch, wie du in der ersten Folge schon gesagt hast, Leute vielleicht mit Depressionen oder so, die künstlerisch tätig werden, also sprich, anfangen Bilder zu malen und so ihre Emotionen halt versuchen darzustellen. Ja. Ah, das ist so ein 50-50-Grund im Endeffekt. Ja, aber ich glaube eher, dass es in die Richtung geht, wie du gesagt hast, dass es eher nicht so kreativitätsfördernd ist. Aber ein ganz eindeutiger Grund, finde ich, das ist der nächste Punkt, ist Leistungsdruck und Erfolgsorientiertheit. Das heißt, hohe Leistungsanforderungen, die man so hat auf Arbeit von vorgesetzten Kollegen und sonst wo, oder eine starke Erfolgsfixierung, eher dazu anregen, sich auf gewohntem Terrain zu bewegen, als wie Neues zu erfinden oder erschaffen oder neue Wege zu gehen. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich mache jedes Jahr 1 Million Dollar Umsatz, wenn ich die und die Schematik fahre, dann ist das für mich okay. Aber du kannst ja auch einen neuen Weg gehen, wo du voll auf die Fresse fliegen kannst im Endeffekt.
ja, dein ganzes Unternehmen an die Wand fahren oder der dich einfach zu 10 Millionen Dollar Umsatz führt. Ja, ich glaube, also Risikoprozesse sind immer wichtig irgendwo. Und derjenige, der vorankommen will, der muss halt irgendwo Risiken eingehen. Also anders geht's halt nicht. Ja. Und das merkt man ja bei den Leuten, die erfolgreich sind. Und wie gesagt, Erfolg kann man natürlich definieren, wie man möchte. Aber sieht man ja schon, dass die in ihrem Leben halt Risiken eingegangen sind. Ganz genau. Ja, und deswegen, jeder, der irgendwo Erfolg hat, hat es auch verdient. Ja. Ja. Weil er hat Hürden genommen, er hat Risiken genommen, ja. Und das ist einfach... Aber ich muss da eben auch sagen, dass jetzt gerade, wo du das mit der Arbeit auch ansprichst, also ich glaube halt, wenn du auf Arbeit sehr, sehr stark gefordert bist und da jeden Tag von dir erwartet wird, dass du Höchstleistungen vollbringst und dass du deinen Kopf einschaltest und mitdenkst und so weiter, dann ist es, glaube ich, aber auch schwierig, dass man zu Hause das Gleiche macht, bloß halt für sich selbst, weil irgendwann, ich meine, der Mensch ist halt auch gemütlich, sage ich mal. Ja. Und natürlich will man irgendwann auch mal abschalten. Ja. Und dann ist es schwierig, wenn du auf Arbeit schon Höchstleistungen vollbringen musst, das dann privat zu Hause auch noch zu tun, auch wenn es dann für dich ist. Aber ich glaube, dass viele Leute die Energie einfach nicht haben, an zwei Baustellen zu arbeiten, quasi. Da haben wir das Nächste, und das wäre Zeitdruck. Zeitdruck hindert dich daran, kreativ zu sein. Und das ist für mich absolut entscheidend. Das ist so, weil, nehmen wir mal das Beispiel, du malst gerne Bilder. Ohne jeglichen Druck malst du das, findest du klasse. Jetzt hast du den Sprung geschafft und willst ein professioneller Künstler sein. Jetzt hast du eine Galerie und die Galerie sagt dir, du musst in 5 Monaten 20 Bilder präsentieren. Ja, und dann sei kreativ. Ey, geht gar nicht. Dann hast du die Blockade deines Lebens, ja. Also ich würde nichts zustande bekommen, ne? Also das finde ich so eine ganz, ganz gezielte Sache, gerade für die Arbeit, ja, ne? Wo sich dann Chefs ein Beispiel nehmen können für ihre Mitarbeiter, ob sie denen vielleicht ein bisschen mehr Spielraum lassen oder sie in ihrem eigenen Tempo arbeiten lassen. Genau, ja, und da wären wir bei der Sache, im eigenen Tempo arbeiten, zum Beispiel die Ideenäußerung anderer Teammitglieder. Das ist dadurch, also, dass wenn du in einem Team arbeitest und es gibt ja immer so einen Teamleader, müssen wir mal so sagen, der kristallisiert sich immer raus. So der Alpha oder der mit den meisten Leadership-Qualitäten innerhalb einer Gruppe, das kristallisiert sich automatisch raus. Ja, das muss auch nicht immer unbedingt der mit den besten Ideen sein, aber der mit dem stärksten Organ. Und stark Beispiel. Jetzt nicht im Sinne von Lautstärke, sondern von Überzeugungskraft. Ja? Absolut, ja. Und das unterbricht zum Beispiel deinen eigenen Ideenfindungsprozess, weil dieser Teamleader ja dann mehr zu sagen hat, ja, angeblich, als du, wodurch du dich eher zurücklehnst. Ja? Ja, aber da muss man halt auch echt wieder sagen, wer hat damals in der Schule oder Uni oder auch auf Arbeit von mir aus Gruppenarbeiten nicht gehasst? Mhm. Wer nicht? Ja. Es sei denn, du warst halt derjenige, der dann einfach gesagt hat, okay, ich akzeptiere das, dass derjenige alles machen will, ich mache halt nichts, so, ne? Ja, genau. Für aber diejenigen ist Gruppenarbeit natürlich super. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ne, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, definitiv, finde ich. Ja. Und auch ein weiterer ist, dass man gedankliche Schranken schafft, ja? Das heißt, du behinderst deinen Prozess mit alten Glaubenssätzen. Also mit zum Beispiel Aussagen, wie sowas macht man nicht, ja, das haben wir schon immer so gemacht und bla bla bla. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel in der Schule wurde mir immer gesagt, man kippelt nicht, das macht man nicht, das ist schlecht. Ja. Aber dass zum Beispiel Kippeln, jetzt aus physiotherapeutischer Sicht, ja, das Beste ist für den Rücken, was du machen kannst und dass es eine Art Rückenentlastung ist, weil du die Bandscheibe damit hinten aufziehst und damit mehr Flüssigkeit in die Bandscheibe reinziehst, also sie rehydratisierst, das heißt, ihren Stoffwechsel anregst und deswegen Kinder das instinktiv machen, aber dann da vorne der Lehrer sagt, der den Prozess nicht versteht, das macht man ja nicht. Aber bei uns war das immer so, dass das eher aus sicherheitstechnischen Gründen verboten wurde, falls man mit dem Stuhl umfällt und hinten auf das Heizungsrohr knallt, ja, mit dem Kopf, das wurde uns tatsächlich so gesagt. Ja, also genau. Also es ist ja nur ein Beispiel von vielen Dingen, ja, aber im Endeffekt steht ja dahinter, ja, dieser Mensch hat Rückenschmerzen und selbst Kinder haben schon Rückenschmerzen, ja, das ist jetzt nicht so. Ne, aber, ja, aber manche Kinder sind vielleicht doch einfach nicht ausgelastet genug und kippeln deswegen. Das kann natürlich auch sein, weil Stress durch Zeitdruck und durch Bewertungssystem. Also ja, das da ist natürlich wieder, schwierig. Ja. Ja, also ihr seht, diese ganzen negativen Dinge. Ich habe nie gekippelt, ich kann das nicht sagen. Ich war immer Musterschüler. Ich habe so viel gekippelt und ich bin nie umgefallen. Ich schwöre es euch. Ich wär derjenige, der hätte einmal gekippelt und wäre direkt umgefallen und dann wäre das Heizungsrohr doch gekommen. Ja,
Aber du siehst das, also diese ganzen negativen Prozesse sich ineinander verknüpfen und dich eigentlich komplett blockieren, ja. Also das ist, ihr werdet das sehen, es kommen noch mehr, ja. Das nächste Ding ist nämlich negative Einstellung. Also Negativität in seinem Leben sollte man grundsätzlich verbannen, ja. Und man sollte immer das Positive aus jeder Situation sehen und herausholen. Das ist so ein ganz großes Ding, ja. Also wenn du jetzt etwas erschaffen willst und du sagst, oh, nee, ich kann das eh nicht, ah, ich schaff das nicht, ah, das wird eh kacke und so, und ah, dann bist du niemals kreativ. Ja, aber überleg dir, wie schwer das ist, das durchzusetzen, ja? Weil welcher Mensch hat nicht in seinem Leben Momente, wo er negative Empfindungen hat. Ist so. Das ist ja auch völlig natürlich, finde ich. Und ich finde, es gehört auch irgendwo dazu, weil wer kennt nicht diese Leute, die einfach immer positiv sind, immer grinsen und irgendwie einfach gruselig sind, weil das geht einfach nicht. Ja, also das sage ich ja nicht. Aber vielleicht kommt ja Negativität, weil du zum Beispiel wieder Angst vorm Scheitern hast, ne? Oder so Sachen. Oder man kann ja auch in einer negativen Situation kreativ sein. Weißt du, man kann ja Bilder erschaffen. Ja, da sind wir wieder bei dem. Ja, oder Musik spielen, die direkt deine Stimmung widerspiegelt. Ja, also es heißt ja auch nicht, dass von dieser Liste jetzt, die wir hier so haben, dass du jeden Punkt beherrschen musst oder so, das geht ja gar nicht. Ja, das macht dich ja nicht mehr zum Menschen. Ne? Aber da ist natürlich die Frage, reicht nicht ein Punkt aus, um deine Kreativität zu hindern, ja, oder zu blockieren? Also eigentlich müsstest du tatsächlich alles meistern, um perfekt kreativ sein zu können. Also, aber man geht jetzt hier natürlich wieder vom aber man geht jetzt hier natürlich wieder vom Optimalwert aus, der ja irgendwo auch gar nicht erreichbar ist. Absolut, ja. Und da wären wir bei nächsten Punkten, das ist das fehlende Selbstbewusstsein. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Weil da ist ja auch wieder in dem fehlenden Selbstbewusstsein ist ja auch wieder ein bisschen Wertung mit drin, ein bisschen Angst zu versagen. So, ne, das spiegelt ja eigentlich auch alles wieder. Das Selbstbewusstsein ist ja im Endeffekt durch diese ganzen Punkte beeinflusst worden. Also eigentlich ist Selbstbewusstsein so ein Globalbegriff für alles, was wir hier haben, oder? Ja, finde ich auch. Aber, ja. Aber halt auch schwierig einfach, ne? Und jetzt haben wir den nächsten Punkt. Das finde ich ganz interessant. Das ist zu starker Netzwerkzusammenhalt. Also, da wären wir bei Social Media oder aka Google. Ja, das heißt, ein zu starker Netzwerkzusammenhalt ist im Endeffekt, wie bei dem anderen Punkt, ein riesiges Team. Du hast einfach ein riesiges Team. Und wenn selbst schon ein kleines Team dein Denken beeinflusst oder behindert, dann ist ja das Internet, wie Google zum Beispiel, einer der größten Hinderer deiner eigenen Kreativität. Weil wenn du einfach was wissen willst, googelst du es. Ich glaube generell, dass sowas wie, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, dass Social Media und Google und alles Mögliche, diese super schnelle Informationsbeschaffung hinderlich ist, weil wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie Lust, ein Bild zu malen und versuchst, dir Anregungen zu holen übers Internet, dann siehst du auf einmal schon 5 Milliarden Bilder, die geiler sind als das, was du jetzt gerade schaffen könntest. Ja, so. Und dadurch sagst du dir halt, okay, brauche ich auch nicht anfangen, weil es gibt 1000 Menschen, die können das eh besser als ich. Ja. Und nicht nur 1000, sondern wahrscheinlich eher 500.000. Und dann fühlst du dich natürlich auch schon wieder gehemmt, das überhaupt zu probieren. Ne? Ganz genau. Deswegen, das ist so ein Ding, ich vergleiche mich nicht so stark mit anderen. Also ja, ich schaue mal was mich inspiriert, aber ich vergleiche mich nicht an dem Erfolg des anderen, der interessiert mich überhaupt nicht, weil der hält mich ja von meinem eigenen Erfolg ab. Und man sieht ja auch immer nur das Endprodukt, was derjenige dann irgendwann geschaffen hat, dass der vielleicht seit 10 Jahren jeden Tag übt. Das sieht man ja nicht. Und wenn du jeden Tag 10 Jahre lang üben würdest, wärst du halt auf der gleichen Stufe. Ja. Oder besser oder schlechter, man weiß es ja nicht. Plus, Minus ist natürlich immer gegeben, aber so. Genau. Ne? Das hat sich auch in meinem Leben gezeigt, dass Disziplin immer zu einem gewissen Erfolg führt. Ja. Du einfach nur weitermachen einfach musst. Einfach machen, ja. Einfach machen. Und das ist es halt. Du musst halt diese Phase aussitzen, bis du das erreichst, was du erreichen möchtest. Und das ist aber halt hart, weil du musst einfach dann ja für deine Ziele kämpfen. Ja. Wie auch immer du deine Ziele definierst, ist ja, ja dir überlassen. Aber theoretisch kannst du es natürlich erreichen. Ganz genau. Aber du musst halt durchhalten. Und da, nächster Punkt, der ist für mich ganz wichtig. Das ist der sogenannte Konformitätsdruck. Das heißt, du gehst konform mit den Normen der Gesellschaft. Okay. Also. Ja. Ja. Das heißt,
nehmen wir mal an, du siehst da jemanden und ja, das ist ja auch so ein Rumtreiber oder das ist ja auch so ein Vagabund, ja, oder der hat keine Bock darauf oder der macht ja das oder das ist so ein bunter Vogel, sagt man immer, weißt du? Das ist so ein bunter Vogel. Ja, und das ist genau das, wenn du dich an die gesellschaftliche Norm anpasst und genau das machst, was jeder von dir erwartet. Und was jeder andere macht. Und was jeder andere macht, dann wirst du niemals aus der Masse rausstechen oder und dann wird es nie eine Weiterentwicklung geben. Und da genau. Sind wir ja auch wieder, wie bei der ersten Podcast-Folge, bei Picasso. Ja. Er hätte den Kubismus nicht erfunden oder er wäre nicht Vorreiter gewesen, wenn er das gemacht hätte, was alle gemacht haben. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Das heißt, sei nicht so wie jeder andere. Ja, man muss halt herausstechen, aber man muss auch den richtigen Nerv der Gesellschaft treffen mit dem, was man halt heraussticht. Weil es kann auch zu früh sein oder zu spät sein. Es kann sein, dass du jetzt eine Idee hast und alle sagen, hö, was ist das? Und in 20 Jahren ist das auf einmal das Ding. Ja, absolut. Da so ein kurzer Disput zu unserer Jugend. Ja, bei uns gab es Punks, es gab Skins, es gab Emos. Und heutzutage sehen die Leute alle gleich aus. Also ich habe das Gefühl, die Jugend, die sehen alle gleich aus. Na, die neumodernen Hipster. Ja, das ist ganz interessant so. Die gab es damals nicht, oder? Nee, wüsste ich auch nicht. Aber früher, stimmt, da gab es echt... halt so. Naja, nee, würde ich jetzt nicht gleichsetzen. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Da hast du stimmt, jetzt, wo du sagst, fange ich auch an, drüber nachzudenken. Und du hast halt echt recht. Früher gab es so viel Diversität in dem Ganzen. Ja. Und heutzutage, stimmt. Die Raver und so, weißt du? Ja, stimmt, die gab's, ja. Also, und heute sieht alle gleich aus. Also, sorry, wenn das jetzt so, aber finde ich schon. Also, ja, schaut euch mal um. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Und das ist sozusagen das Gruppendenken. Ja, dass im Endeffekt alle das Gleiche erzählen und alle das Gleiche wissen. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Aber es ist halt auch wieder die Informationsbeschaffung. Jeder nutzt die gleichen Quellen. Deswegen erzählt auch jeder das Gleiche. Ganz genau. Da war Wechselwirkung. Ja, und früher hat halt derjenige das Buch gelesen, der andere hat das gelesen. So, ja. Ne? Das war schon... Absolut. Ne? Stimmt, ja. Ist, wo du sagst. Ja, deswegen ist halt Teamwork auch in dem Sinne nur begrenzt sinnvoll. Also heutzutage. Früher war es, glaube ich, noch mehr sinnvoll als heute. Ja. Heute liest eh jeder Wikipedia als erstes. Ja, und schaut sich dann an, welche Quellen da genutzt wurden. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall, dass man keine Autonomie zulassen sollte oder nicht unter Zwang arbeiten. Und das haben große Firmen schon erkannt auf jeden Fall. Also Konzerne wie Google, also die machen das. Das heißt, dass du deine Arbeitszeiten frei wählen kannst, ja, dass du dann und dann anfangen kannst, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst, dass du, ja. Ich glaube, die haben auch immer diese Ruheräume überall, oder? Oder hat Google nicht sogar eine Rutsche im Office? Oh, ich weiß nicht. Also es gibt ja so Storys vom Campus, wenn sich da jemand auskennt, erzählt uns gerne mal drüber. Aber ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Aber ich glaube, die Unternehmen heutzutage haben auch einfach noch nicht erkannt, dass auch das Glück der Unternehmen vom Glück der Mitarbeiter abhängig ist. Ja, definitiv. So, nur glückliche Mitarbeiter werden das Unternehmen halt voranbringen und auch wollen, ne? Mhm. Und ihren Input dazu geben und versuchen, durch Ideenentwicklungen das Ganze weiterzubringen und so weiter. Aber ja, aber da verstehe ich, dass man das immer noch sagen muss, weißt du? Das finde ich noch interessant, ne? Also ich denke schon, dass das auch in den Köpfen angekommen ist, aber ehrlich gesagt denke ich auch, dass es oftmals eine Kostenfrage ist, inwiefern das umgesetzt werden kann. Mhm. Oder, und jetzt sind wir wieder bei Risiken, eine Frage von Mut. Genau. Jetzt nehmen wir mal an, Kostenfrage, wie du sagst. Wir fahren immer, da sind wir hier beim Punkt vom Anfang, wir fahren immer das gleiche Schema, wir machen immer 1 Million im Jahr. Never change a running system. Genau. So, jetzt lässt du aber deinen Mitarbeiter zu, dass er kreativ ist, sich selber sein Social Life und alles so besser hinkriegt und seinen Tag gestalten kann, wie er das möchte. Und jetzt auf einmal ist er viel produktiver in 4 Stunden anstatt in 10 Stunden. Ja. Und auf einmal machst du 10 Millionen Umsatz. Natürlich besteht die Chance, dass Mitarbeiter sich kreativ gefordert fühlen und Lust haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Mhm. Und diejenigen werden natürlich effizienter arbeiten und ihre Effizienz auch irgendwo abgeben und weitergeben an andere. Aber wenn du das einführst, hast du natürlich auch immer diejenigen, und da sind wir wieder bei Gruppenarbeiten, die sich gerne mitschleifen lassen. Ja. Wenn du Pech hast, hast du mehr von denen und weniger von den Voranbringern. Und dann ist es natürlich wieder semi- beziehungsweise eher kontraproduktiv, wenn du versuchst, so Effizienz zu steigern durch Kreativitätsförderung beziehungsweise durch freie Hand lassen. Ne? Ja. Weil ich meine, du weißt es selber. Du hast in jedem Unternehmen einfach die Leute, die sich einfach mitziehen lassen. Ja, das ist so, ja.
Und die förderst du ja dann. Natürlich förderst du alle, aber auch eben auch diese. Mhm. Und irgendwann, im schlimmsten Fall, sagen dann diejenigen, die eigentlich Vorantreiber sind, die sagen sich, ja, nee, also sorry, aber irgendwo hat es Grenzen. Ja. Also es kommt immer darauf an, wie dein Mitarbeiterstamm aufgebaut Absolut. Ist. Absolut. Also ich denke, ihr seht, es ist nicht so leicht auf jeden Fall. Ja, man muss probieren und rumtesten, aber im Endeffekt sind wir wieder immer beeindruckt. Ich erkenne immer in unserem Gespräch jetzt so viele einzelne Punkte wieder, ja, wie wir halt Mut haben, ja, oder keine Angst vorm Scheitern haben und so. Und man muss halt die Dinge einfach ausprobieren. Und wenn sie dann nicht funktionieren, musst du es wieder... Dann machst du es halt anders. Genau, ja. Absolut, so. Und du musst halt viel mehr, ich finde auch viel mehr persönliche Bindung von gerade von Führungskräften gegenüber Mitarbeitern und so, das sollte vorhanden sein. Jeder sollte ein Interesse an der Person gegenüber haben, also ein ehrliches Interesse und so. Und das findet ja heutzutage immer weniger statt. Ja, das sind halt ideologische Vorstellungen, die so halt einfach nicht umgesetzt werden. Guck dir Bewerbungsprozesse an, wie schnell das heutzutage ist, so über LinkedIn direkt beworben oder über Facebook direkt beworben. Aber schau auch mal, wie austauschbar die Arbeiten Mitarbeiter heutzutage sind. Ja. Ja. Und wie schnelllebig das alles ist. Guck mal, ich weiß gar nicht, wie lange bleibt der durchschnittliche Mensch heutzutage an seinem Arbeitsplatz? Bestimmt nicht mehr so lange wie früher. Ich glaube 5 Jahre oder so. Und irgendwas. Das ist dann natürlich auch schon eine Zahl, die eben auch erschreckend ist einfach. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn das Unternehmen dir nicht mehr das bietet oder keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet, musst du halt woanders hingehen. Ja. Oder ich glaube, heutzutage ist es vielleicht auch der Mitarbeiter einfach schneller gelangweilt durch Prozesse und will dann einfach auch was Neues erleben oder merkt halt, er kommt gehaltstechnisch nicht weiter oder ich weiß es nicht, was da die... Ja, weil irgendwo ein Punkt auf dieser Liste, ob das in seinem eigenen sozialen Umfeld oder im Unternehmen ist, irgendwo nicht passt. So, ne? Und das kommt nämlich auch noch dazu, ja, genau wie du gesagt hast, ja. Ich glaube halt auch, dass eigene... intrinsische Unzufriedenheit, die das Unternehmen gar nicht beeinflussen kann, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ja, ganz und, genau. Und durch diese schnelllebige Zeit, in der wir leben und durch die Welt einfach, wie sie aufgebaut ist, in der wir leben, sind mehr Menschen intrinsisch unzufrieden, depressiv. Ich glaube, es gab noch nie so viele depressive Menschen wie heutzutage. Ja. Und das ist ja auch alles so ein Anzeichen dafür, beziehungsweise das wirkt sich ja auch alles auf die Arbeitswelt aus, ohne dass das Unternehmen irgendwas dazu beiträgt, dass es so ist. Ganz genau, ja. Aber die Menschen versuchen halt, verschiedene Parameter in ihrem Leben zu ändern, weil sie denken, das macht sie glücklicher. Und man jagt so einem idealtypischen Bild nach. Man denkt, okay, ich bin jetzt unzufrieden, weil das und das nicht stimmt. Vielleicht, weil ich zu wenig Gehalt habe, keine Ahnung. Dann suche ich mir einen anderen Job, da habe ich mehr Gehalt. Da ist es aber so, okay, die Arbeitszeiten gefallen mir nicht. Deswegen bin ich unzufrieden. Ja. Dann suchst du dir wieder einen neuen Job, dann passen dir vielleicht die Teamkollegen nicht. Dann ist es so, ach ja, stimmt, ich bin deswegen unzufrieden. Das muss sich ändern. Und so jagst du diesem Bild hinterher, was du niemals erreichen willst. Zack, sind irgendwie 40 Jahre deines Lebens vorbei und du bist immer noch unzufrieden. Ja, absolut. Ne? Also das ist so mein Lebensmotto eigentlich, so der Tendenz zum Mittelwert, ja, oder das Meiden von Extremen. Ja, das ist immer das Richtige, ja. So, das ist immer das Richtige, in welcher Weise auch. Zu viel Geld ist nicht gut, zu wenig Geld ist nicht gut, zu viel arbeiten, zu wenig arbeiten, whatever. Ja, und das ist so ein bisschen das, woran ich mich halte, was mich halt auch zufriedener macht oder mit dem glücklich sein lässt, was ich habe im Endeffekt, ne. Und das ist so eine Sache. Und ich denke... Also wir kommen da mal zu dem nächsten Punkt, den wir hier haben, und das ist Freude durch Spiel auf Arbeit. Das hört sich jetzt blöd an und so, aber früher hat man immer gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, bam. Aber warum nicht verknüpfen? Ne? Aber warum nicht verknüpfen, ja? Warum nicht auf Arbeit zulassen, dass du mal 10 Minuten Tischkicker spielst und so, ne? Und dann machst du weiter oder so. Was dich im Kopf frei macht, was dich diese ganzen Blockaden und Hürden überwinden lässt und den kreativen Prozess halt wieder ankurbelt. Ja. Und das haben moderne Unternehmen, die wirklich an der Weltspitze stehen, die haben das auch erkannt, die machen das auch so. Ne? So, ja, was und du die meintest. Sind hoffentlich der Vorreiter für die nächste Entwicklungsstufe. Ja, definitiv. Also mein Gedanke ist so ein bisschen, dass sich Arbeit mit deinem Leben vermischt, ja, dass Arbeit nicht mehr als Arbeit definiert wird, sondern einfach... dass es ein Platz ist, wo du Zeit verbringst, wenn du dort Zeit verbringen möchtest. Ja, wenn nicht, dann arbeitest du gern von zu Hause aus oder du arbeitest ja in Spanien oder in Tokio oder sonst wo, wo du halt gerade bist. Ja, und dann sagst du halt, hey, die Woche mache ich nur 20 Stunden. Ja. Hey, cool, okay, was hast du denn gemacht?
so, ich will das und das. Und da ist wirklich eine Führungsperson hinter, die sich dafür interessiert, was du machst, die das unterstützt und langfristig sieht, da entsteht eine Entwicklung. Ne? Aber das ist natürlich auch wieder sehr, sehr branchenabhängig. Ne? Absolut, in manchen Branchen kannst du das gut machen und in manchen halt gar nicht. Gerade wie du gesagt hast, heute arbeite ich vielleicht nur 3 Stunden und morgen gar nicht. So, weißt du, das geht ja in vielen nicht. Du musst ja in vielen Berufen einfach das schaffen, was du am Tag schaffen musst. Oder schau, du zum Beispiel als Physiotherapeut kannst halt schlecht von zu Hause arbeiten. Also ich meine, natürlich würde es gehen, wenn du deine eigene Praxis hast, das ist klar. Ja. Aber du musst ja tendenziell eher zu den Patienten hingehen. Also, also die kommen natürlich auch zu dir, aber das ist so ein wechselseitiges in die Praxis halt gehen. Genau. Obwohl ich halt auch glaube, dass unterschiedliche Berufe dich auch unterschiedlich stark motivieren und unterschiedlich stark befriedigen. Mhm. Zum Beispiel soziale Berufe, denke ich, dass sich das tendenziell eher befriedigt, weil es dir einen Input auch gibt von so vielen verschiedenen Leuten, die so viele Sachen gemacht haben, was dich auf eine Art und Weise natürlich auch erdet und stärker macht und auch weiser macht, ohne dass du die Sachen selbst erlebt haben musst, weißt du Bescheid über verschiedene Dinge. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Versicherungsbranche arbeitest oder, keine Ahnung, von mir aus auch in der Bank oder in einem Amt, keine Ahnung, so, weißt du, dann arbeitest du ja mit ganz anderen Fällen, also mit ganz anderen Prozessen. Und das ist ja nicht immer unbedingt menschengebunden auch. Also natürlich auch menschengebunden, aber eher immer finanziell. Genau, es ist halt das, ich stelle mir das immer vor wie so ein Kreisdiagramm, wo halt ein Wert mehr ausgeprägt ist als der andere. Aber im Grunde, wenn du das ganze Diagramm siehst, sollte es eher zum Mittelwert tendieren und eher die Mitte des Kreises ausmalen als Peaks machen in irgendwelche Richtungen, ne? So, das ist halt so, ne, wo es als Physiotherapeut eher so ist, dass du halt wenig Geld verdienst, ja, dafür hast du aber viel, viel mehr von den Menschen, die dir viel mehr geben als irgendwelche scheiß Kohle auf deinem Konto oder so, ja, also, ne, ja, so Sachen. Das ist halt, man muss halt für sich den Mittelwert finden. Das ist jetzt natürlich nicht so gemeint, dass es nicht gut ist, wenn man in einem Amt arbeitet, wenn man in einer Bank arbeitet, wenn man in einer wenn man in der Versicherungsbranche arbeitet, das sind natürlich auch alles keine schlechten Berufe, natürlich nicht. Aber du brauchst bei diesen Berufen tendenziell eher einen Ausgleich, einen privaten Ausgleich von mir aus Kreativität, über Kreativität, über Überzeichnen, über weiß ich nicht. Ja. Oder über Freunde treffen oder ich weiß es nicht, was auch immer dein Bücher lesen. Genau. Ich weiß es nicht, was eben dein. Ja. Was du machen möchtest, was dich innerlich befriedigt. Genau, genau. Ja, und dir was zurückgibt vor allen Dingen. Genau. Im Endeffekt können wir sagen, was wir eigentlich die Message, die wir so ein bisschen rüberbringen wollen, denke ich, ist einfach, Leute, seid kreativ, oder? Ja, also, und macht das, was ihr wollt, macht das, worauf ihr Bock habt einfach. Ganz genau, ja. Und löst euch von Normativen. Das ist ganz, ganz wichtig. Löst euch davon, hey, mal als Beispiel jetzt, ihr müsst so und so viel Geld verdienen, ihr müsst 40 Stunden die Woche arbeiten und so. Das müsst ihr nicht. Das müsst ihr nur, weil die Norm der Gesellschaft sagt, ihr müsst so und so viel arbeiten. Wenn ihr mit euch zufrieden seid, ja, und mit dem Geld zufrieden seid und klarkommt, dann reicht es auch, wenn ihr nur 2 Tage die Woche arbeitet. Ja? Sobald man sich von dieser Norm löst, ist halt viel, viel mehr möglich, ja, und den Fokus einfach auf andere Dinge im Leben verschiebt und so. Und das ist so, denke, die Kernaussage, weißt du? Ja, das denke ich auch. Man muss halt nur bereit sein. Ja, du musst bereit sein. Hier wären wir wieder beim Punkt mutig sein, keine Angst vorm Scheitern haben und so. Ne? Und einfach ausprobieren. Genau. Also nehmt euch mal diese Liste vor, das fände ich super. Nehmt euch mal diese Liste vor und denkt so in eurem Alltag drüber nach, welchen Punkt ihr jetzt gerade schneidet, ja, oder wo ihr gerade steht und so. Und ob ihr was wiedererkennt, was wir euch jetzt hier so erzählt haben in der Zeit. Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns das gern. Wir sind auch immer auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Reisegedanken. Schaut da gern mal rein, da gibt es uns mit Bild und Ton. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge. Wir danken ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wünschen euch eine schöne Woche, Tag, gute Nacht oder whatever. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.